Wir sind die Familie Thiessen. Ich bin der Willi. Ich bin die Erika. Und das sind Phileas, Jaron und Nile. Und wir haben hier eine alte Scheune umgebaut. Kommt doch gerade mal mit. Mitten im Raum, im Herzstück, der ganzen Scheune. Wir haben es halt so komplett offen gelassen, weil es einfach zu schade wäre, hier jetzt Wände einzuziehen. Tatsächlich war es schon immer ein Traum von mir, eine Scheune oder ein Loft auszubauen. Diesen Mix zwischen dem Alten, also diesem ganzen Gebälk und dem Modernen, ich liebe es einfach. Es sind einfach viele extravagante Farben, die verschieden genutzt werden hier im Raum. Mit den Architekten hatten wir es dann so geplant, dass wir hier anstelle von Wänden einziehen, im Stile von ein Haus im Haus, einfach kleine Häuschen reinbauen, die dann unsere Zimmer sind. Und den kompletten Umbau, die ganzen Streicharbeiten, alles, was dazugekommen ist, das haben wir dann wirklich zu 100% in Eigenleistung gemacht. Wir sind eigentlich nicht vom Handwerk. Wir haben es nie gelernt. Aber dadurch, dass die Architekten halt uns wirklich so eine maßgenaue Angabe wie IKEA quasi gegeben haben, konnten wir Laie halt auch irgendwie das machen. Also dann war es halt wirklich farblich markiert. Erst wird das Brett gemacht, so und so viel Zentimeter, dann wird das gemacht, dann das und das. Und so konnten wir es halt bauen. Also es war natürlich nicht immer einfach, aber mit der Absprache immer wieder hat es funktioniert. Kommt mal mit, wir gehen gleich ins Wohnzimmer. Die Kinderzimmer waren noch nicht fertig. Daher stand hier auch noch ein Kinderkleiderschrank drin. Die Spielsachen waren alle hier. Wir hatten noch nicht genug Schränke, also die Einbauschränke waren noch nicht da. Daher waren alle Spielsachen hier und es ist halt irgendwie hier geblieben. Du wirst mich auch ganz in der Baustellenzeit haben wir eine Beschäftigung für die Kinder gebraucht. Und dann haben wir hier die Hängematte aufgehängt. Und eigentlich hat sich das als absolutes Highlight für die Kids entwickelt. Und es vergeht kein Tag, an dem die Kinder nicht hier in der Hängematte hängen. Sieht man ja auch eine ganz besondere Lampe, die ist auch vom Architekten entworfen. Da saßen sie auch bis 3 Uhr nachts noch dran und haben die einzelnen Farben jeweils angemischt, selbst gepinselt. Das ist auch eine schwebende Lampe. Hier haben wir nochmal einen Kamin eingebaut. Den gab es hier nicht und zwar ist er so ein bisschen aus einem Fehler entstanden. Wir haben den Kamin gemauert, der sollte dann die gleiche Farbe haben wie der Boden. Wir haben ja alles im Graubeton. Nur bin ich in den verkehrten Handel gefahren und habe den Beton mit rotem Sand geholt und nicht mit normalem Sand. Und mit dem haben wir dann den Sockel gegossen und dann haben wir gemerkt, okay, also die Farbe ist ein bisschen rötlich, das passt jetzt nicht mehr zum Boden. Und daraus ist dann die Idee entstanden, den Kamin mit Beton zu verputzen und den dann so rauszuwaschen, dass einfach die Steine wieder zum Vorschein kommen. Und es ist einfach wunderschön geworden. Wir gehen jetzt gleich nach oben ins Büro. Hat man den ganzen Ausblick runter ins Esszimmer, ins Wohnzimmer.
Hier ist auch der Startpunkt, wo wir hier angefangen haben. Und zwar sind das die originalen Dachsparren. Hier war wirklich Zentimeter hoch der Staub, der Dreck. Und hier in der Ecke habe ich tatsächlich angefangen mit den Schleifarbeiten. Das war wirklich der härteste Part auf der ganzen Baustelle. Einfach durch die ganzen Schleifarbeiten an den Sparren. Man kommt sehr langsam vorwärts und mir sind fast die Tränen gekommen, wenn ich hier rüber gucke in die Flucht, wie viel noch vor mir liegt. Das war sehr frustrierend, ne? Sehr frustrierend, ja. Hier sieht man ja auch schon meine Pflanzen. Ich liebe die einfach Pflanzen und ja, das Gitter ist einfach optimal. Da kann man schön die Hänge pflanzen und die Ranken hochwachsen lassen. Ja, ich würde gerne noch mehr Pflanzen haben, wenn es gehen würde. Aber dann müsste ich mir irgendwie über eine Leiter hinstellen zum Gießen. Kommt mal mit. Hier geht es jetzt ab ins Schlafzimmer. Kommt doch mit. Es ist ziemlich blau und steckt voller Überraschungen. Wir haben hier auf der ganzen Seite einen Einbauschrank. Recht groß, passt viel rein. Das hier ist mein Schminkspiegel. Der ist schön versteckt. Da kann ich alles schön verstauen. Die Architekten haben uns gefragt, ob wir jetzt ein dunkles Schlafzimmer vorstellen können. Und wo es dann zum Thema kam, es wird wirklich blau, musste ich schon ein bisschen mit mir kämpfen. Also jetzt finde ich es wunderschön, ich genieße es. Hier haben wir unser rotes Bad. Das ist furchtbar rot. Da haben wir uns wirklich lange dran gewöhnen müssen. Aber im Endeffekt mit dem blauen Schlafzimmer, mit der schwarzen Toilettenschüssel und der roten Wand, roten Boden, ist es eigentlich total schön. Also wirklich schön geworden. Das ist eigentlich unser Highlight im Schlafzimmer. Wir haben uns hier einen Whirlpool ins Schlafzimmer gebaut. Wir waren tatsächlich mal in Frankfurt in einem Hotel, da war ein Whirlpool im Raum und ich war so begeistert davon, dass ich gesagt habe, warum nicht? Und dann haben wir es halt direkt hier neben unserem Bett. Unser Bett haben wir auch komplett selber gebaut, das ist betoniert. Hier unten ist der Sockel, das heißt, das Bett wird, solange wir leben, nicht mehr verrückt. Das bleibt auch hier stehen. Wir haben uns von außen einen Beamer eingebaut. Das heißt, hier finden eigentlich unsere Kinoabenden statt mit den Kids. Ein totales Highlight für die ganze Familie. Die ganze Idee mit dem Umbau hatten wir ganz früher gar nicht im Kopf. Durch den Tod von Erikas Papa 2019 ist es so ein bisschen ins Rollen gekommen. Wir haben in Frankenthal gewohnt, hatten hier eine halbe Stunde Fahrt, umherzufahren. Und wir haben uns einfach Gedanken gemacht, wie wir meine Schwiegermutter unterstützen können, auch mit dem großen Grundstück. Und dann haben wir uns 2019 dafür entschieden, okay, komm, wir lassen uns drauf ein, wir gucken mal, was wir draus machen können. Meine Mama wohnt mit meiner kleinen Schwester in dem Haus gegenüber. Mein Bruder baut auch eine Scheune aus. Das heißt, wir sind hier ganz viele. Bis auf meine eine Schwester sind wir eigentlich als ganze Familie hier. Das Grüne hinter uns, das ist schon ein Teil der Küche. Da nehmt ihr euch jetzt auch mal mit. Dadurch, dass wir hier den Balken haben, waren wir halt auch wieder beschränkt mit dem Waschtisch, mit dem Wasserhahn, um die Höhe einzuhalten. Deswegen hatten wir uns dann entschieden, einen Schüttstein hier nach vorne zu bauen.
damit wir zum einen kurze Wege in die Küche haben, aber auch vom Essbereich. Und der Schützstein ist, glaube ich, das Schwerste, was wir hier in dem ganzen Gebäude haben. Den Waschtisch, den haben wir hier zu 6 reintragen müssen. Also es war wirklich, wirklich sehr schwer. Also ich wollte auch einen großen Waschtisch haben. Deswegen ist es halt auch so genial, dass man hier halt auch Abtropffläche hat, aber auch ein riesen Waschbecken hat, um ein Küchenblech oder irgendwas reinzulegen, einen Eimer rein. Und im Sommer badet auch der Kleine da drin. Mit den Farben mussten wir uns rantasten. Also wir haben uns immer wieder so verschiedene Farbmuster hingestellt und dann sind wir wieder tagsüber durchgelaufen, einfach was passt. Aber es war irgendwie immer noch nicht die Farbe dabei, die ich gerne hätte. Also mit Grün war ich einverstanden, aber ja, es war so ein Tanngrün erstmal. Und dann war zufällig der Architekt dann an dem einen Tag da und hatte so eine türkise Hose an. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn die Küche so wie deine Hose wird, dann bin ich voll einverstanden. Um kurze Wege zu haben, zur Waschmaschine, zur Abstellkammer hier in der Küche, haben wir hier hinten ein kleines Eck mit Waschmaschine, Trockner, Regalen für die Abstellkammer. Und hier landet eigentlich die Wäsche. Für die Kinder haben wir hier oben nochmal ein kleines Loch. Das heißt, am Abend fliegt hier dann die Wäsche runter, wenn die Jungs ins Bett gehen, und landet hier direkt vor der Waschmaschine. Und wo es jetzt herkommt, zeigen wir euch gleich mal. Kommt gerade mit. Gehen wir hoch zu den Jungs. Früher hatten alte Häuser immer die Bäder in den Zimmern. Also sieht man ja auch oft noch in so Jugendherbergen oder so, dass man immer so ein Waschbecken im Zimmer hat. Und im Zimmer wollte ich es jetzt nicht haben, aber die Idee kam dann hierher. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil dann haben die hier ihren, sag ich mal, Schmutzbereich. Und unten das Gästezimmer oder auch Kinderbad ist dann halt eigentlich immer recht sauber. So, das ist das Kinderreich. Zwei Zimmer, die sind eigentlich identisch aufgebaut. Die Kinderzimmer, die sind hier hinten verbunden. Das heißt, wir haben zwei spiegelverkehrt identische Zimmer mit einem gemeinsamen Aufgang in den Schlafbereich. Ja, und die Treppen waren auch ganz kompliziert. Ja, die Treppe, die habe ich, glaube ich, dreimal gebaut, wieder abgerissen, wieder gebaut, abgerissen. Einfach damit wir die Steile der Treppe irgendwie abfangen könnten. Dann haben wir die Kinder hier hoch und runter laufen lassen, haben die Füße aufgezeichnet, wo treten sie ein, und haben dann im Endeffekt die Ausschnitte in den Stufen gemacht, damit die Auftrittsfläche einfach größer und höher ist. Ja, also ich liebe es, dass es einfach offen ist, dass es groß ist, man hat Platz, es ist nicht einengend. Ja, ich liebe es einfach hier. Es passen hier viele Blumen rein, die Kinder haben viel Platz, du bist immer im Geschehen dabei und ja, das ist halt einfach anders als in der Wohnung. Also zum einen ist die Gegend hier wunderschön, zum anderen ist es aber auch wunderschön, hier zu leben. Es sind einfach viele schöne Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Ja. So, das war die Roomtour bei uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert den Kanal und klickt euch mal durch die Videos. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao. Tschüss.